30 Kilometer südwestlich von Prag, eingebettet in eine dichte Waldlandschaft, thront die monumentale gotische Burg Karlstein, majestätisch und zugleich versteckt auf einem Felsen über einem Seitental des Berounka-Flusses und dem gleichnamigen Winzerdorf. Sie ist die berühmteste Burg in Tschechien und wurde von Kaiser Karl IV. Zu nur einem Zweck errichtet. Er bewahrte hier seine Kronjuwelen auf. Eigentlich wurden Burgen zum Schutz vor Feinden gebaut. Doch der böhmische König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war in allem außergewöhnlich. Er gründete die Universität, ließ die Burg und den St. Veitsdom in Prag erbauen und schließlich diese Burg als seine persönliche Schatzkammer. Unter Karls Herrschaft erlebte Böhmen eine Blütezeit. Während seine Vorfahren kämpfend durch Europa zogen, setzte er auf Frieden. Heute besuchen Gäste aus aller Welt dieses imposante Bauwerk des Mittelalters. Und oftmals werden Pferdewagen stilvoll zum Transport zur Burg eingesetzt. Im Jahr 1348 ließ Kaiser Karl die Bauarbeiten für die stufenförmige Burganlage beginnen. Von der Bergseite führt der geschützte Zugang hinauf. Die Anordnung der verschiedenen Gebäude ist wohl durchdacht. Je wichtiger das Bauwerk, desto höher wurde es angelegt. Und immer wieder geschützte Tore und Höfe, bevor der Palastbau betreten werden kann. Der große Rittersaal erinnert an die Lehensmänner, deren Pflicht darin bestand, die Burg zu bewachen, zu verwalten und bei Bedarf zu verteidigen. Schon hier fallen die sakralen Altäre und Bilder auf. Ansonsten ist das Innere nüchtern und fast ohne Einrichtung. Kleine Nebenräume wurden von der Palastwache und später von Würdenträgern genutzt. Eine Etage höher liegen die kaiserlichen Räume, wie das Schlafzimmer mit einem Bett aus Italien und einer eigenen Kapellennische mit Reisealtar und Madonnenfigur. Im angeschlossenen Thronsaal wurden Audienzen abgehalten. Typisch für das Mittelalter, alles in Holz gehalten. Der Thron, die Wände und auch die Decke. Doch der wohl wichtigste Empfangsraum des Palastes ist die Ahnenhalle nebenan, wo an den Wänden Bilder von fiktiven und wahren Vorfahren von Karl IV. Zu sehen sind. Schließlich der Speisesaal. Hier wurde hauptsächlich Fleisch und Fisch gegessen und Wein und Bier getrunken. An den Palast schließt der höher gelegene Marienturm an, der ursprünglich für die Kaiserin gedacht war. Doch es wurde Kirche und Kapelle daraus. Die Marienkirche im zweiten Stock. Mit außergewöhnlichen Wandmalereien, auf deren Fragmenten heute noch liturgische und Szenen aus der Apokalypse zu sehen sind. Und Engelsköpfe schmücken die blauen Deckenbalken.
Doch besonders wichtig sind die Bilder, auf denen Karl im Jahre 1356 die Reliquien vom zukünftigen König von Frankreich erhält. Die kleine Katharinenkapelle gilt als die Privatkapelle des Kaisers. Ein schmaler, kleiner Raum, dessen Wände mit Edelsteinen ausgelegt sind und der zur Aufbewahrung der Passionsreliquien diente. Vor allem das prachtvolle Reliquienkreuz. Eine überdachte Verbindungsbrücke führt zum letzten und höchstgelegenen Bauwerk, dem großen Turm. Steil und eng führt eine Treppe im 37 Meter hohen Turm hinauf. Die Wände und Decken des Treppenhauses sind wie vorbereitend mit sakralen Motiven geschmückt. Im zweiten Stock befindet sich die Kapelle des Heiligen Kreuzes. Ein einzigartiger Raum, ein Sakralraum mit außergewöhnlicher Einrichtung. Gleichzeitig die weltweit größte Porträtgalerie des Mittelalters. Mit 129 der Original 130 Tafelbilder von Meister Theodoricus. Apostel, Regent, Kirchenväter, Propheten und Heilige. Die golden glänzende Altarwand umgibt die Nische, in der die Insignien des Heiligen Römischen Reiches aufbewahrt wurden. Krone, Reichsapfel und Zepter. Im 16. Jahrhundert wurde die Burg unter Kaiser Rudolf II. Im Stil der Renaissance verändert. Und im 19. Jahrhundert erhielt sie durch Umbau ihr heutiges Aussehen. 6 Meter dicke Mauern, 3 Eisentüren und 9 Schlösser sicherten den Zutritt zu diesem mittelalterlichen Tresorraum. Karl IV. Hat nicht nur in der Geschichte des Königreichs Böhmen, sondern in ganz Europa eine einzigartige und nachhaltige Spur hinterlassen. Noch zu Lebzeiten folgte Karls Sohn Wenzel auf den Thron. Das Erbe war ohne Kriege um 2 Drittel vergrößert. Wenzel war unfähig, wurde abgesetzt und das Erbe fiel durch Heirat an das Haus Habsburg und bildete den Grundstock der späteren Weltmacht. Doch das mittelalterliche Prachtstück der Feudalarchitektur ist erhalten geblieben. Burg Karlstein als Inbegriff von religiöser Macht und Herrlichkeit.